Es muss angesichts der bei der Mutter unvermindert anhaltenden Obsession, die pathologische Züge trägt, der Lebensmittelpunkt des Kindes beim Vater als die kindeswohlverträglichste Lösung angesehen werden. Ich bin der Richter. Und wenn ich sage, dass Sie gelogen haben, dann haben Sie gelogen. Wer behauptet, der andere Elternteil wäre ein Narzisst oder hätte eine Persönlichkeitsstörung, hat meistens selbst eine. Solange das Kind keine blauen Flecken hat, ist doch alles in Ordnung. Sie haben diese Partnerin geheiratet und jetzt wollen Sie, dass das Gericht Ihre Fehlentscheidung wieder in Ordnung bringt. Vielleicht denken Sie das nächste Mal früher nach, mit wem Sie Kinder machen. Ich habe so etwas als Anwältin noch nie erlebt. Meine Mandantin wurde 5 Stunden lang im Gerichtssaal verhört. Obwohl es eigentlich um das Sorgerecht und das Wohl der Kinder ging, wurde sie regelrecht an den Pranger gestellt, während der Vater gegenüber genüsslich grinste und gewann. Ich sehe nicht, dass der Vater schlecht zum Kind wäre. Im Gegenteil. Es stellt sich mir die Frage, inwieweit Sie auf boshafte Weise dem Vater eine Persönlichkeitsstörung unterschieben wollen. Meine Frau hat sich nie um unsere Kinder gekümmert. Ich habe mich um ihr Essen gekümmert und mit ihnen Hausaufgaben gemacht. Ich war mit ihnen am Kinderspielplatz. Ich habe mich allein um alles gekümmert. Natürlich habe ich unsere Kinder auch gebadet. Sie sind 3 und 5 Jahre alt. Vor Gericht hat meine Frau es so gedreht, dass ich mich sexuell an unseren Kindern vergriffen hätte. Das Gericht hat ihr Recht gegeben. Ich darf meine Kinder nur mit einem Umgangshelfer wiedersehen, weil mir sexuelle Nötigung und Kindswohlgefährdung vorgeworfen wird. Meinen Sie nicht, dass Sie es mit Ihrem Muttersein übertreiben? Sie wirken obsessiv. Ich habe mich all die Jahre alleine um unsere Kinder gekümmert. Der Vater war oft im Ausland und jahrelang gar nicht da. Jetzt wird mir vorgeworfen, ich hätte keine Bindungstoleranz und würde einen Loyalitätskonflikt schüren. Im Eilverfahren will mir jetzt der Vater unserer Kinder das Sorgerecht wegnehmen. Diesem wurde stattgegeben. Das Gericht hat überhaupt keine Zeit, sich mit Zeugen und Beweisen aufzuhalten. Was glauben Sie eigentlich, wie viele solcher hochstrittigen Fälle wir tagtäglich auf unserem Tisch liegen haben? Sie als studierte und intelligente Frau müssten doch in der Lage sein, mit Ihrem Mann zu kommunizieren. Wieso schaffen Sie es nicht und stehlen dem Gericht Ressourcen? Im Kindergarten bekamen die Erzieher mit, wie der Vater unsere Tochter in die Enge treibt. Unsere Tochter nässt sich regelmäßig ein und hatte Angstzustände und Panik. Mir teilte der Kindergarten jetzt mit, sie möchten sich aber lieber nicht in die Situation einmischen. Unsere Tochter leidet weiter.